Was geht ab? Heute schauen wir uns einen neuen Song an von dem guten Flo. Von dem habe ich lange nichts mehr gehört. Ich glaube auch, dass die Ying und Yang Reaction, die ich zu ihm gemacht habe, auf dem Kanal ziemlich untergegangen ist. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr da auch nochmal reinschauen. Ich werde sie auch nochmal am Ende im Abspann, in den Endcards quasi verlinken. Krankenschein ist mittlerweile nicht mehr der neueste Track von ihm, aber wir schauen da jetzt einfach mal rein. Ich habe Bock. Flo hat mich bisher noch nicht enttäuscht und rein geht's. Ich geh auf die Straße im Pyjama, tanze dort den Gang am Style und schaue mir eine Fanta rein. Fahre mit 300 auf der Fahrbahn, ich schau dir nachts ins Bein, kostenloser Krankenschein. Ich geh auf die Straße im Pyjama, tanze dort den Gang am Style und schaue mir eine Fanta rein. Fahre mit 300 auf der Fahrbahn, ich schau dir nachts ins Bein, kostenloser Krankenschein. Sag mal Bonga, wie kann man das beste dumm, in den Part einsteigen? Keine Ahnung, Mann, das ist für mich ein großes Fragezeichen. Oh Mann, wie dumm. Wie dumm. Habe ich da den Reim verpasst? Oder kommt da einfach kein Reim? Und das sagt einfach Angela Merkel. Ist das dumm, ey. Aber der Beat ist mega interessant gerade. Wir zwei sind im ganzen Land bekannt, so wie Angela Merkel. Schon damals sagten alle zu mir, was ein Genie. Ich kam vom Himmel gefallen, so wie ein Asteroid. Wir klären unseren Ja, ist okay. Intern, doch wenn ich neu spiele, ist mein Team oft voll mit intern. Sehr, sehr schöne Zeile. Werden wahrscheinlich nicht so viele verstehen. Vor allem nicht die Leute, die selber LoL spielen, logischerweise. Ich habe das eine sehr, sehr lange Zeit mal sehr, sehr aktiv gespielt. Mittlerweile geht's so. Ich schaue da vielleicht mal ein, zweimal im Monat rein, wenn überhaupt. Um mal die Zeile kurz zu erklären. Ein Inter ist eine Person, die freiwillig und völlig bewusst einfach das Spiel quasi wegschmeißt. In der Form, dass er zum Beispiel einfach in die Gegner reinrennt, um sich dann einfach killen zu lassen, damit die Gegner dann Gold kriegen, damit das eigene Team dadurch halt im Nachteil ist, weil die Gegner dann dadurch stärker werden und das eigene Team dadurch verliert. Und das machen halt oft Leute, die dann irgendwie angepisst sind, wenn dann zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, mal der Jungler oder der Midlaner mal nicht vorbeikam, um zu helfen oder so. Dann sagen sie aus Prinzip so, ne, scheiß Spiel, ich inte jetzt, ich habe keinen Bock mehr auf die Kacke. Ihr sollt jetzt auch keinen Spaß mehr an dem Spiel haben. Nur als kurze Erklärung, weil qualitative Reactions, nicht quantitative, ne? Immer intern, doch wenn ich LoL spiele, ist mein Team oft voll mit intern. Ich nutze Ally has been slain. Um zu sagen, ich bin ein hohes Tier, so wie eine Giraffe. Niemand ist so krass wie diese zwei. Na gut, zugegebenermaßen ist Bonga schon ein Klotz an meinem Bein. Wir stecken das Cash in der Bank, haben die Stacks in der Hand. Geh und roll schon mal den roten Teppich. Manchmal Bunker ist übrigens auch das Cash in meinem Keller. Also soll noch einer sagen, das sei oberflächlich. Bin im Such das tagelang mit uns in der Straßenbahn. Hab das Auto zwar getankt, doch ich kann damit nicht fahren. Das Leben voller Risiko sieht typico. Sieh aus wie ein Knecht, dafür ein Lächeln wie ein Schwiegersohn. Ich brauche keine Zeit. Oh Mann, ey. Sie misst mich nach zwei Tagen, ich geh erstmal einpaffen. Lösch ihr auf meinem Phone raus und danach wieder einschlafen. Verrückt so wie ein Geisterfahrer, kein Bock mehr auf dein Gelaber. Muss ständig zur Tür zu kippen, Lieferung von deinem Vater. Ich geh auf die Straße im Pyjama, tanze dort den Gang am Style und schaue mir eine Fanta rein. Fahre mit 300 auf der Fahrbahn, ich schau dir nachts ins Bein, kostenloser Krankenschein. Ich geh auf die Straße im Pyjama, tanze dort den Gang am Style und schaue mir eine Fanta rein. Fahre mit 300 auf der Fahrbahn, ich schau dir nachts ins Bein, kostenloser Krankenschein. Ach komm, bevor ich was sage, lass ich die 10 Sekunden noch kurz laufen, vielleicht passiert ja noch was. Nee, habe ich mir schon fast gedacht. Okay, Fazit. Ey, beziehungsweise ich wollte mittendrin noch was sagen, aber ich wusste nicht, wo ich Pause machen soll. Und ich wollte dann auch nicht mitten in der Hook Pause machen und was weiß ich. Deswegen habe ich jetzt so eine ganze lange Zeit nichts mehr dazu gesagt. Also ich kenne Bonga absolut gar nicht, aber ich finde, die beiden passen relativ gut zusammen. Aber bis auf halt hier so ein, zwei Zeilen war das jetzt auch nicht so bemerkenswert. Ich fand den Beat sehr, sehr cool und generell, ja, das war halt mehr oder weniger vom Gefühl her so ein lässiges Rumgeflexe, Rumgeflowe so, aber halt auch
mal wieder nichts, wo ich sage, Alter, das ist eine krasse Message, wie zum Beispiel bei der Clap-Reaction. Muss es ja aber auch nicht immer sein. Ich finde es jetzt ein bisschen schwierig einzuordnen, wie ich den Song finde. Ich wüsste jetzt auch nicht. Ich glaube, ich werde mir den vielleicht noch ein, zwei Mal auf Spotify anhören, wenn ich irgendwie mal unterwegs bin, mit dem Auto vielleicht. Und dann gucken, vielleicht ändert sich ja meine Meinung. Ich weiß es noch nicht. Bis das Video hier rauskommt, weil ich vorproduziere und so, kann sich ja auch meine Meinung schon geändert haben. Wenn ja, werde ich das irgendwie erkenntlich machen in den Kommentaren oder in der Beschreibung oder so. Ja, es ist so ein Mischding. Also zum einen finde ich das Lied halt irgendwie schon ganz cool. Zum anderen so, ja, nichts Besonderes. Also der Beat, glaube ich, macht hier tatsächlich relativ viel. Das ist halt irgendwie auch interessant klingt und dadurch, dass da halt auch jemand dabei ist, den ich nicht kenne und die beiden irgendwie stimmlich relativ gut zusammenpassen. Ich fand den Anfang sehr unerwartet, wo die beiden zusammen die Hook gemacht haben. Quasi das allererste Mal hören, dachte ich halt so, oh, das könnte interessant werden. Aber in dem Part selbst war es dann so, ja, ja, okay, ja. Ja, okay, die League of Legends Zeile ist lustig, ja, okay, ja, gut, ja, so halt, ne. Nichtsdestotrotz, ziemlich cooles Lied, ja. Ziemlich cooles Lied. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Ich geh auf die Straße im Pyjama. Tanze dort den Gang am Style und zaue mir ne Fanta rein. Fahre mit 300 auf der Fahrbahn. Ich schau dir nachts ins Bein, kostenloser Krankenschein. Ich geh auf die Straße im Pyjama. Tanze dort den Gang am Style.